Ja! Nur ihr allein bekannt alles erzählte sein. Aus diesem Grund sind wir erschienen. Wir sind verhetzt und angespien. Und damit herzlich willkommen hier im Steigerwaldstadion. Der Ball rollt. Ja, was haben wir denn? 9. Spieltag, 2. Bundesliga. FC Rot-Weiß Erfurt gegen die Eintracht aus Braunschweig. Und gleich ein Tor hier von Tim. Jawohl, so muss das. Und hier ist Tor ganz leise. Ich glaube, ich muss es nochmal komplett umstellen. So, aber direkt über die Füße von Mirko Bonner. 1-1. Was ist denn das für eine Anfangsphase? Startpass von Robert Tesch auf Hendrik Zuck. Dieser läuft ein Stück und flankt dann von rechts scharf halb hoch. Lukas Königshofer boxt das Leder weg, aber direkt vor die Füße von Mirko Boland. Was ist denn jetzt so? Spitzeller Corner von Boland. Oh, Leute. Ich sag noch, kämpft um jeden Ball und jetzt hier innerhalb von 5 Minuten 3 Tore. So viel zum Thema Konzi. Verdammt. Ja, aber Steve baut mächtig ab. Also ich glaube, den können wir nicht über die Saison aushalten. Wenn ich das so sehe. Finde ich schade. Der baut jetzt halt mächtig ab. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wenigstens zügig das 2-2 machen. Aber erstmal Braunschweig wieder. Aber... Michael kann hier gut klären. Aber ich glaube, die Noten der Innenverteidigung müssten miserabel sein. Wenn jetzt gleich die Noten erscheinen werden. Königshofer ist zur Stelle. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Vor allem die von Stefan, okay. Macht es auch nicht besser, an wen soll er sich orientieren. Jetzt mal gute Möglichkeit für uns, verrückte Kopfe ab. Wer landet bei Tim, der ein 40-Schuss trifft, aber er trifft nur Kevin Newald. Ah, Parker mit noch 5, das ist sehr schlecht. American, was? Ja, verdammt. Beim American Football werden das 3 Punkte. Tim fängt aufmerksam einen Ball von Salu ab, unsere eigenen Hälfte ab und schießt den aufs Tor. Was? Er fehlt einfach. Was? Was? Raphael nimmt noch einmal Zeit, seine Handschuhe mit den Abzügen. Tor. Marx läuft an, tritt an. 2-2. Jawohl. Passt. Parker. Letzten Partie noch. Der Beste gewesen, jetzt mit 5 neu zusammen. Ah. Kommt weiter so, Leute. Weiter so. Kommt vor. Was? Und seid ihr weg? Jetzt lässt es regnen entweder gegen uns. Dank Steve. Ah, nee. Wir wieder, was? Ich habe jetzt nur Steve gelesen, dass ich davon zuck. Ach so, aber dann verschießt Max. Ach, verdammt, schade. Ja, schade. Jetzt, oh, knallrot. Parker jetzt, ja, kriegt nur eine 4-0 wieder. Gleich wieder aus der Gefahrenzone, okay. Oh, rot, roter am rotesten sind wir. Fast schwarz. Aber das hat im FM Light nicht so viel zu heißen. Auch dies haben wir schon gelernt. Ja, ein Haken zu viel. Schade. Du warte Nummer, Anruf Abwesenheit. Okay. Abpfiff, 2-2. Eine klasse Partie, ja. Für neutralen Zuschauer schon, für mich ist es vor allem, lasst uns so weitermachen, vor allem jetzt gegen Ende hat es mir gefallen.
Da muss mehr kommen. Steve, schön, aber muss mehr kommen. Max, fällt mir gerade schwer, aber ich will ihn mal loben. Steve, gerade du hinten als erfahrener Mann, da muss. So, und die Bombe. Kommt, Leute. Alle aufwärmen jetzt. Und weiter so. Ah, oh, was ist denn jetzt los? Zweiter von Rot auf. Ich sag noch weiter so. Vergibt kläglich. Oh Gott sei Dank. Oh. Warum sage ich eigentlich weiter so, wenn wir nichts machen? Kai sieht, dass der Tormann etwas zu weit vor dem Tor steht. Er schaut kurz hin und bei Juli bei uns durch. Und genau, oder wer der 3-2. Kai Beckmann. Klasse. Und wir gehen rein. Rot-Weiß Erfurt. Park Einigen. Emblem muss ich jetzt raus, denn ich brauche hinten Stabilität. Rot-Weiß sind unsere Farben. Rot-Weiß, das ist Programm. Und auch, ja, es will die Flügeltange noch mal ein bisschen. Scheiße. Danke, 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 danke. Guck mal ganz kurz. Es würde uns mächtig helfen, Herr Dreier. Aber hätte, hätte, Fahrerkelle, es wird sich noch zeigen, was hier kommt, was hier noch passiert. Wir haben noch ein bisschen weniger als eine halbe Stunde zu spielen. Da kann noch sehr viel passieren. Jetzt, ja, ruhiger. Okay. Kruppke kommt für Hochscheid, das heißt für uns nicht verzagen. Oder fragen. Ach Mensch, der Husten hat sich richtig schön festgesetzt. Wirre im Strafraum, kein Steck und Ball entscheidend weg. Schließlich klappt sich auch einige Kugeln, zieht das Ganze sind, aber. Ja, Raffaello ist es zur Stelle. Jetzt auf die rechte Seite, leckt mich doch mal am Ärmel, könnte das nicht zusammen machen. Roter. Haben wir also recht stabile Verteidigung, gerade außen recht stark hier. Gut. Rogan rechts. Schon 8-0. Das heißt, wir können jetzt. Warte mal. Wenn die jetzt einen recht schwachen Rechtsverteidiger haben, können wir ein bisschen mehr über links gehen. Wenn ich das sehe. Ja, hat Giao jetzt mal etwas Leichteres, da sich durchzusetzen. Noch 10 Minuten. Wir führen. Alles gut. Und Braunschweig mit dem Angriff. Diese Möglichkeit, Krupp getaucht plötzlich frei vor Königshof auf, doch hat zu schießen, klickt an. Und vertändelt so die Chance. Auch den Textbaustein kennen wir. Scheiße, was von einigen zu früh dabei ist weg. Heute wollen wir uns reingehen. Wir wollen nicht vom Gegner gucken, wir wollen unsere eigenen Leute. Das ist wichtig. Ah, schade. Spieler hoffen jetzt natürlich auf einen Konter. Das ist klar. Braunschweig jetzt nochmal, Bohlen ein Anspiel in die Spitze auf Kruppke, der lässt den Ball durch. Zu Almir läuft der Schweizer, verliert Mary und trifft. Oh. Wir lassen es uns echt noch nehmen. Wir lassen es uns echt noch nehmen. Ach, Scheibenkleister. Kommt doch mal vor, kommt. Ach, das ist doch zum Mäusemelken, Leute. Da lassen sie sich den Ball echt noch.
Ach, das ist doch zu. Kotzen. Einfach zu kotzen ist das. Wir gehen die Ergebnisse durch. Augsburg gegen Sandhausen 2-2. Erfurt, wie gesehen, gegen Braunschweig 3-3. Hier 15.000 waren gut da. Dresden verliert gegen 1860 1-2. Bochum St. Pauli 0-0. Fürth gewinnt wieder. Okay, diesmal 2-1 gegen Aalen. Leipzig besiegt Hannover 1-0. Karlsruhe gegen Ingolstadt 1-1. Aue gegen Düsseldorf 0-3. Und Bielefeld unterliegt Union mit 2-3. Wir hätten uns oben richtig schön festsetzen können, hätten wir damals gewonnen. Weil stabil spielt hier kaum einer von denen. Ja, außer Düsseldorf, auch die sind auch wirklich nach oben marschiert. Dresden jetzt Tabellenletzter. Also dafür, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich vorne angreifen, stehen wir dieses Jahr schlechter da als letztes Jahr. Oder jetzt stärker, Eigen stärker und Michael auch ein bisschen besser. Königsrufe, ja, recht schön. Er hat ja 2-2 Mannschaft der Woche. Kyle Beckmann. Beckerman. Da können wir mal sagen, hast gut trainiert. Gewinnt doch mal 3 Moralpunkte. Aha. Belgrad. Jetzt stärker. Kopfballspiel. Was? El Salvador. Ja, brauchen unbedingt die Spieler, wa? Ja, da haben wir einen eigenen. Brauche ich jetzt nicht drauf gehen. Gut. Können wir alle löschen. Ja. Achso, das geht ja gerade nicht, weil wir abgemeldet sind. Weil ich gerade Probleme im Internet habe. Die bauen bei mir das Netz aus, deswegen hält bei mir immer mal das Internet aus. Das ist natürlich wunderbar für einen YouTuber. Wunderbar. Wir gehen erstmal ein Stück weiter. Frustration der Mike wahrscheinlich. Nelly Bombe. Hat im letzten Spiel zu wenig gespielt. Ja, bist aber auch selber schuld. Stammspieler kannst du jetzt werden. Spielmacher wird sich zeigen, wie sich Möwald macht. Na, unsere linke Seite glänzt gerade nicht so mit Ruhm. Die Moral ist, naja, sie war mal besser. Formulieren wir es mal so. Auch hier merkst du den Unterschied. Das ist Wahnsinn. So. Da kann ich auch Heidi wieder reinsetzen. Da können die sich ein bisschen abwechseln. Okan und Twente. Ich möchte auch diesmal wieder unseren Preisinger mal wieder einsetzen sehen, aber bringt halt gerade nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Aber das kommt. Das wird kommen. Ich will auch jetzt die nächsten Spiele das mal ein bisschen jetzt testen, wie das ist. Internationale Nominierung. Was? Wer denn jetzt schon wieder? Oh, Klose ist fit. Das ist gut. Lang hat Trainingsziel erreicht. Schön. Klose ist wieder fit. Sauber. Königshofer ist österreichischer Nationalspieler. Mhm. Schön. Sauber. Gefällt mir. Da gewinnt er auch noch ein bisschen. Pokémon, das haben wir schon. Und das kennen wir auch. Aber jetzt nicht zum Spiel gegen. Das müssen wir ein bisschen beobachten jetzt. Keine Aufgabe, sagst du. Das ist halt schon wieder Radio im Ohr. Na toll. An Schulprojekt teilnehmen, das kann auch mal wer machen. Das kann Carsten noch machen, komm. Bolzplatz stiften können wir auch mal machen. Haben wir auch noch ein bisschen Prestige auch. Warum schickst du mich in die Hölle? Oh Gott.
Gut, dass ihr das nicht hört. Ich hätte echt Probleme mit der GEMA jetzt. Aber das sind echt die Kopfhörer. Dadurch, dass es Funkkopfhörer sind. Aber warum die ausgerechnet die Frequenz haben, das ist mir auch ein Rätsel. Tim, eine 4,5. Ah. Gut ist was anderes. Und Königshofer hat das gar nicht gespielt. Unsere Reserve gewinnt gegen Braunschweigs 2, sind dann immerhin die gewinnen. Oh, und Spontantor fast ausverkauft. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Fitnessparcours wäre eine Möglichkeit. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 756.000. Was bringt mir das Jugendinternat? 1,50. Okay. Ich glaube, das bringt uns langfristig auch mal ein bisschen weiter. Achso. Oh, schade. Ja, weil ich das scheiß Radio jetzt im Kopf hatte. Verdammt, schade. Sorry, St. Pauli-Fans. Tut mir leid. Das war so nicht geplant. Klos. Ich tue mich gerade schwer, aber ich muss mal machen. Wen kümmern wir da noch? Und was ich auch machen möchte, ist Miss Mary für Camdell. Und Zimmermann mal für Steve. Einfach, dass da hinten ein bisschen Stabilität reinkommt. Steve hat mir zuletzt nicht gefallen, auch wenn es der Kapitän ist. Aber die Noten in letzter Zeit sind nicht die besten gewesen. Wenn wir ehrlich sind. Halimi möchte wieder zum Einsatz bringen. Mal gucken, ob wir es heute schaffen. Dann wird Breisinger. Xander wird sich jetzt zeigen. Yao und Libombe werden sich auch immer abwechseln. Ich werde mal mit Klos starten, weil Tim hat noch ein Spiel zum Rücken. Und trotzdem ist er fitter. Auch nicht von der Frische her. Okay. Gucken wir mal in die Taktik. Vergleich. Tipp. Haben wir hier irgendwie einen Schwachpunkt, was ich ausmachen kann? Nein. Den Kriegen wollen wir damals auch haben. Wenn ich die gerade so sehe. Und du gehst auf ihn. Ah, nee, aber wirklich einen Schwachpunkt kann ich auch nicht ausmachen. Bei den St. Paulianern. Boxkampf. Ja, das bringt Geld rein. Jo, 50.000, immerhin. Scouting abgeschlossen. Neue Ideen. Darum kümmern wir uns unseren Manager. Ah, T-Rex LP macht das. Tim fühlt sich unterbezahlt. Was? Was verdienst du denn? Was? Du verdienst 82.000, mein Junge. Kämen wir dann hier wenigstens 2-3 Mal. Ja. Ich glaube, da gibt es echt andere Spieler, die da mehr drin zu leiden haben. Zum Beispiel er hier. Dann passt das nämlich schon eher. Aber wenn sie wenigstens mal ein bisschen was dafür tun würden, dann wäre das ja in Ordnung. Unfairer Gehälter 2. Okan Aida. Aber der geht hier. Der würde wahrscheinlich. Der würde uns ja verlassen. So. Da gehen wir nochmal drauf jetzt. Weil es scheint sich ja wirklich erledigt zu haben. So. Schauen wir mal. Okan. So. War's das? Jugendabteilung? Ha? Gut, dass wir reinschauen. Vertrag nach Hause schicken. Vertrag nach Hause schicken. Haben wir ein neues, größeres Talent? Nö.
Er hier ist gar nicht so schlecht, wenn er jetzt da spielen wird. Da hat er nur 55 schon. Das ist gar nicht so übel. Den müssen wir uns echt mal im Auge behalten. Hier haben wir wirklich echt keinen. Ach so, was? Ach doch, Hammer. Ich jage einfach auf, stimmt, als ich drüber fertig ist, die Larve. Und hier haben wir noch einen, der nach Hause gehen darf. Dann haben wir die A-Jugend und die B-Jugend. Ach du Gott. So, auf Wiedersehen. Gut, es sind noch ein paar Leute dabei, wo ich gleich sehe, das wird auch mit 3 Sternen nichts, aber gut. Das will ich jetzt noch nicht beurteilen. Nach Hause schicken. Da haben wir noch jemanden. Nach Hause schicken. Jawohl. Hier noch 2. Na komm. Und hier noch nach Hause schicken. Jawohl. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Bis zum nächsten Mal. Dann gegen St. Pauli. Wir speichern das Stelle ab. Das kennen wir ja. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Robert hier an der Kamera und am Mikrofon. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss, tschüss.